Und willkommen zurück zu Luigi's Mansion 2. Und ja, nachdem wir im letzten Part unseren ersten Buhu gefangen haben, wollen wir uns doch nochmal in Level 1 umschauen, da uns auch nur noch sehr wenig Gold fehlt, zu einer Erweiterung vom Schreckwerk. Und den möchte ich doch gerne schnellstmöglich erhalten. Und da das erste Level eigentlich relativ, ja, leicht und schnell ging, würde ich sagen, beeilen wir uns. Wir überspringen die Cutscene, springen direkt ins Level, denn den gesprochenen Text dazu kennen wir ja schon. So. Wollen wir nochmal gucken, was wir hier alles erreichen können. Zack. Wir werden wieder hier hingewoxelt. Ich habe mal kurzerhand wieder übersprungen und wir wollen uns doch direkt beeilen. Und wir haben tatsächlich noch von Anfang an unseren Schreck weg. Das ist natürlich schön. So, kurzhand mal hier hin und ich soll doch mal die Blumen blenden, wurde mir gesagt. Oh. Oh, ein Juwel. Schön. Da freue ich mich natürlich sehr und dass die natürlich auch kleine Geldscheine hier rumflattern lassen, gefällt mir natürlich auch sehr. Zack. So, wollen wir direkt alles mitnehmen und mal gucken, ob wir hier es irgendwie besser schaffen als beim ersten Mal. Wir haben natürlich auch viel mehr Möglichkeiten jetzt. Zack. So, alles hier wegmachen, was wir wegmachen können. Und wir wollen uns natürlich, sehr gut umschauen. So, hier haben wir erstmal kleine Geldscheine. Yay, 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 oh. Immer her damit. Flutsch, flutsch. Alles aufsaugen, was wir aufsaugen können. Und damit hätten wir eigentlich schon unsere Erweiterung komplett. Aber wir wollen uns natürlich dennoch, weiter hier umschauen. Vollständig. Yay. Oh, was ich hier alles beim ersten Mal hab liegen lassen, das geht ja echt nicht. Flutsch! Wow! Zwei Goldbarren wieder für uns und dann ganz schnell weiter hier. So, was hätten wir denn hier? Zack! Ah, ein Hundeknochen! Auch wenn ich immer noch nicht ganz genau weiß, was die machen, aber bisher schätze ich einfach, die sind ein bisschen viel wert halt. Ansonsten nichts. Habe ich zumindest so im Gefühl. So, hier einmal noch die Geldvase. Zack, zack. Yay. Ey, wirst du wohl herkommen? Nein, der kleine Schein. Scheiße. Ciao. So, hier oben haben wir nichts mehr wirklich. Gut. Dann müssen wir hier wohl durchschauen, obwohl wir ja wissen, was passiert. Können wir das irgendwie abbrechen? Nee, können wir nicht abbrechen. Okay. Dann tun wir uns das halt nochmal an. Ciao! Dort, durch das kleine Fenster sind sie entschwunden. Und Luigi hat immer noch Angst. Dabei kennt er doch das Level und er müsste es in- und auswendig kennen. Flutsch! So. Okay, das bringt hier nichts. Dann wollen wir zur Tür gehen, aber die ist doch abgeschlossen. So. Ach, da ist die Maus. Ja, jetzt ist sie auf einmal da. Okay. Hello. Ah, der Luigi wird aus seinen Fehlern auch nicht schlau. Okay. Wir wollen der Maus kurzerhand hinterher und wollen sie natürlich flutsch direkt hier natzen, wollte ich sagen, aber sie natzt wohl eher uns. Zack, oder auch nicht. Wir haben sie kaputt geblendet mit unserem Licht, das wir schon haben. Sehr schön. Und können jetzt hier rein. Zack. Ja, wir wollen das wieder mit Start überspringen, obwohl das ja eigentlich gar nicht hätte so lange dauern müssen. Zack. So, das Laken können wir hier schon direkt aufsaugen und sind damit gar nicht gezwungen, die Garage zu betreten. So, aber hier einmal unser Düsterlicht drauf einsetzen. Ja. Für eine Münze. Wow, ich bin beeindruckt. Gut, dann kurzerhand hier einmal durch. Denn wir können uns jetzt hier schon ganz gut umschauen. Würde ich ganz grob behaupten. Zack. So, wir gehen natürlich hier alles wieder... Ey, Luigi. Alles wieder durch. Das kennen wir ja. Ich versuche mich deswegen halt ein wenig zu beeilen, aber ich will das ganze Geld schon mitnehmen. Zumindest wenn ich weiß, dass irgendwo ein großer Schatz auf uns wartet. Yay! So, hier oben war ein Schlüssel. Den holen wir uns natürlich auch noch. Und flutsch! Yay!
Läuft auf jeden Fall um einiges flüssiger, wenn man schon die ganzen Geheimnisse und Tricks und Kniffs kennt, wobei ich ja bestimmt nur ganz minimal etwas davon weiß. Zack! Ich komme immerhin mit der Steuerung klar, das ist ja auch schon mal was. So, und da draußen ist doch ein kleiner Wauwau. Können wir da jetzt durchschauen? Ah! Tja, das kommt davon, kleiner Hund, aber jetzt wissen wir auch wenigstens, wie der Juwel nach dort oben auf den Baum gekommen ist. Zack! Kurzerhand einmal hier die Tür öffnen und dann hätten wir hier, glaube ich, ja gar nicht mehr allzu viel, oder? Blumen wären hier keine mehr, also haben wir hier wohl schon alle Geheimnisse gefunden beim letzten Mal. Gut, ja. Dann würde ich sagen, ziehen wir wieder von dann. Im Garten hier gibt's erstmal nichts Interessantes. Zack! Und dann wollen wir uns doch hier im Garteneingang auch nicht mehr weiter umschauen, obwohl doch hier möchte ich noch einmal reingucken. Okay, ciao! Dann gehen wir ab zur Garage und holen uns das, was wir uns holen müssen. Oder Moment, der Kronleuchter hier einmal. Yay! Yay, yay! Alles aufsaugen, was wir aufsaugen können. So, zumindest die dicken Goldbarren hier. So, alles her damit. Ja, Luigi erschreckt sich vor einer Ritterstatue, aber kaputt machen können wir die nicht irgendwie, oder? Da kann man hartnäckig sein, wie man will, da regt sich nichts. Aber sie schauen uns auf jeden Fall nach. Aber ich meine, ihr hattet mir geschrieben, man kann die irgendwie kaputt machen. Aber ich wüsste jetzt nicht wie. Mit dem Düsterlicht auch nicht. Gegenlaufen bringt auch nichts. Pusten vielleicht. Luigi, kannst du da nicht gegen treten? Los, geh kaputt. Nee. Wüsste ich jetzt nicht auf Anhieb wie. Die geht wohl auch nicht kaputt, oder? Nee. Gut, dann wollen wir hier kurzerhand weiter. Zack! Kurzerhand die Tür öffnen, in die Garage reingehen und dann wollen wir uns natürlich schnell den Staubsauger aneignen, den wir eigentlich schon haben. Okay. Strange. Und warum nervt uns der Professor Aigit jetzt wieder? Wir können es aber überspringen, finde ich sehr schön. Geregelt auf jeden Fall. Zack! Ich hoffe, wir behalten das Geld dann auch aus dem Level. Obwohl wir es ja im Prinzip dann immer wieder doppelt gemoppelt einsammeln könnten. Ja. So, wir gehen jetzt auf Geisterjagd. Kurzerhand das hier einmal weggemacht. Zack! Und durch die Tür gegangen. Ja. Die sind zu stabil. Ich weiß nicht, ob wir dafür vielleicht noch irgendwie ein anderes Gerät demnächst brauchen würden. Aber, ja. Gehen wir einfach mal weiter. Wird wohl schon nicht allzu schlimm sein. So, die hatten uns ja den Stroboblitz geklaut, das weiß ich noch. Und den wollen wir uns natürlich wieder aneignen. Ganz geschwind. So, hier. Einfach mal überspringen, Luigi. Denn wir müssen jetzt nicht damit wieder die ganze Paarzeit füllen. So, hier oben. Das Ding wollen wir kurzerhand runterlassen. Und ja, es klappt von hier sehr gut. Ich will ja nicht wieder ganz außen rumlaufen, das wäre ein bisschen doof. Zack, sparen wir uns auch hier die Zeit. Und nehmen uns wieder den Stroboblitz mit. Yay! Gut, Professor Aigit lässt natürlich nicht gern auf sich warten, deswegen nehmen wir den Anruf entgegen und legen direkt auf. Ciao! Kackendreis! Yay! So. Hier hätten wir wieder ein kleines Geheimnis und schade, die Bilder geben anscheinend echt nur einmal ihr Geheimnispreis, egal in welchem Level, wann und wo man sie denn aktiviert. So, ich wollte eigentlich das Ding blenden. Yay, und die Tür öffnet sich und den Safe oben nehmen wir natürlich auch noch mit. Und flutsch! Oh, hier ist Geld drin im ersten Level, das ist sehr lohnend. Zack, zack, zack. Gut, dann hätten wir hier schon mal wieder alles eingeheimst und hier noch einmal schnell die Schränke durchwühlen. Man weiß ja nie, was man so verpassen könnte. Flutsch! Weg mit dem Spinnennetz, aber
Hier scheint nichts zu sein und die Tür bleibt uns, ja, nach wie vor verschlossen. Zumindest im ersten Level. Gut. Dann bleibt uns also nur die Möglichkeit, ins Bad zu gehen und ein paar kleine Geister zu stalken. So. Aber erstmal hier noch die Mäntelchen einsaugen. Man weiß ja immer, das kann unter anderem eine Menge Geld einbringen. Muss es aber nicht zwangsweise. Zack. Gut, dann würde ich sagen, kurzerhand auf die andere Seite. Flutsch, aua! Batsch! Ah. Naja, da hat der Luigi wenigstens heute schon mal geduscht. Das ist ja auch schon mal etwas Positives. So, aber bisher... Flutsch, aua! Hilfe! Haben wir noch keinen Buhu gefunden im ersten Level, wobei Professor Aigit ja meinte, wir würden... Ja, jetzt irgendwie auch in den anderen Level Buhus finden. Oder ich habe mir das einfach nur selber eingebildet, weil wegen dem linken Platz halt. Neben der Medaille. Zack! Wer weiß, vielleicht kommt ja noch einer. Wow! Oder uns fehlen halt noch die nötigen Mittel. Aber wir haben auf jeden Fall wieder viel Gold gesammelt. Das gefällt mir sehr. Zack! So, einmal hier auf die Seite. Und dann sollten gleich wieder die Geister kommen, welche wir glorreich bekämpfen müssen. Yay, 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 Kohle! Ganz viel Kohle! Ah! So, aber ihr habt keine Schnitte, wir sind schon erfahrene Geisterjäger, gegen uns habt ihr keine Chance. Flutsch! So, der erste wäre Geschichte, der zweite kommt da hinten schon und wird auch direkt eingesaugt. Yay! Und da hätten wir auch direkt ein Herz. Das wir nicht brauchen, aber ich trotzdem einsammeln möchte, weil ich so eine kleine Krankheit habe. Ich muss alles einsammeln, was hier irgendwie nur rumfliegt und einsammelbar aussieht. Aua! So, Luigi hat sich hier erstmal auf die Schnauze gelegt, aber dafür haben wir zwei auf einmal eingesaugt. Und haben auch direkt zwei Goldbarren dafür erhalten. Zack! Und hier sind die letzten zwei Geister, die wir auch noch einsaugen. Und dann sollten wir das Level beendet haben. Geh auf Geisterjagd abgeschlossen. Yay! Gut. Wir haben auf jeden Fall Gold. Das, was ich, ja, wollte. Und wir wissen jetzt auch, wie es aussieht, wenn man ein Level ein zweites Mal besucht. Man hat das ganze Equip, aber tut so, als hätte man nichts. Yay! Mission abgeschlossen. Schreck weg 0,915. Benötigte Zeit 10 Minuten. Gefangene Geister 6. Verlorene Herzen 0. Oh, damit haben wir unseren Rekord getoppt. Auch mit der Zeit. Und auch mit den Reichtümern. Und wir haben einen Goldrang erhalten. Yay! Gut, uns fehlt aber immer noch ein drittes Juwel, das wir übersprungen haben, und ein fünftes. Ja, die werden wir auch schon noch finden. Ich weiß zwar nicht, was uns das so großartig bringen mag, aber verkehrt kann es schon mal nicht sein, würde ich grob behaupten. Wir wurden zurückgetelevoxelt, kennen natürlich auch jetzt den Text, der kommen wird, da das ja das erste Level war. Du bist wieder zurück und versehrt. Dann schauen wir mal, was du mit dem Schreck weg 0,915 so alles aufgesaugt hast. Naja, wir haben nur 6 kleine Geister, aber ein neues Juwel dafür. Ja, ein Juwel gefunden, neue Reichtümer gesammelt und tatsächlich, es wird behalten. Und wir haben uns ein neues Extra verdient. Hui! Schreck weg extra halten. Stufe 2. Was ist auf Stufe 2? Was denn? Verlängerte Aro-Kleiste, so kannst du den Geist beim Saugen mit einem Druck auf A noch mehr schwächen. Ah, okay. Also sind wir jetzt stärker. Na, immerhin etwas. Ich habe zwar irgendwie gedacht, wir kriegen jetzt so einen Feuerzusatz für den Schreck weg 0,915, aber anscheinend nicht. Ja, komm, das kennen wir auch schon. Laber uns hier nicht einfach zu. Professor Aigit. Eine Goldmedaille, das sieht natürlich sehr schön aus.
Ja, Mitternachtsputz. Pfui, Spinne, wo kommen nur all die klebrigen Netze her? Sie sind hinderlich gefährlich und zutiefst undekorativ. Ein Fall für dich, Luigi. Etwas Unerwartetes und Unhygienisches hat sich in der Gruselvilla zugetragen. Alles ist voller Spinnen und vor lauter Netzen kann man sich nicht mal in die eigene Nase fassen. Die Sache ging ruckzuck, keine Frage. Da steckt ganz klar irgendein Spuk dahinter. Wenn es so weitergeht, können wir demnächst keinen Fuß mehr in das Gemäuer setzen. Du musst flink zur Villa eilen und jedes einzelne Netz mit dem Schreckblick 115 aufsaugen. Ich finde derweil heraus, was es mit dieser Spinnerei auf sich hat. Oh, der hat immer die einfachen Aufgaben, dafür haben wir aber die interessanteren, auf jeden Fall. Ich meine, wer will schon komische Wunzen ausrechnen und irgendwo dran rumbasteln? Da wollen wir doch lieber auf Geisterjagd gehen. Stimmt's, Luigi? Also, komm, mach dich bereit. Wir haben hier noch einiges vor. Der Haupteingang. Wir haben mehrfache Ziele auf der Karte jetzt schon. Aber ich würde sagen, da das hier wieder ein neues Level ist, wollen wir uns hier doch erstmal wieder ganz genau umschauen. Die Zeit, die nehme ich mir einfach mal. Also, kurzerhand ab nach draußen. Wer weiß, was hier wieder so rumkreucht und fleucht. Yay! So, erstmal hier wieder an dem Laken ziehen und dahinter befindet sich leider nichts. Ja, immerhin. Drei Scheine sind besser als keine Scheine. Da oben ist auch alles leer. Schade eigentlich. Habt ihr irgendwie noch ein kleines Geheimnis? Achso, ja, die gibt wieder das Juwel frei. Vorteilhaft, aber nicht wirklich weltbewegend, würde ich jetzt grob behaupten. Gut, das Tor vorne scheint hier noch zu klappern. Das ignoriere ich einfach mal und wir gehen dann in die Garage. So, wo sind jetzt hier Spinnennetze? Hier haben wir eins. Flatsch! Eins von 42. Ach du heiliger Bimbam. Das kann auf jeden Fall ein Akt werden, wenn wir so viele sammeln müssen, beziehungsweise aufsaugen müssen. So, da oben hätten wir wieder eins. Und der Raum, der funkelt und sieht aus wie neu. Yay! Gut. Der funkelt aber echt. Cool! Das ist ja cool! So, kurzerhand hier wieder raus. Zack! Haben wir hier oben vielleicht bei den Bildern irgendwo noch ein kleines Geheimnis? Nee. So, hier haben wir auch wieder nichts an Geld. Keine Ahnung, ich krieg die Ritterrüstung nicht kaputt, obwohl ihr irgendwie meintet, ich kann mit denen interagieren, aber vielleicht klappt das ja nur in einem bestimmten Level. Muss ich dann bei gegebener Zeit mal wieder ausprobieren. So, hier ist alles sauber und der Garten scheint auch sauber zu sein. Immerhin ist dort kein Ausrufezeichen. Dann würde ich sagen, kurzerhand wieder raus. Und nehmen wir den Tür und gehen in die Rittergalerie, wo auch wieder Spinnennetze auf uns warten sollen. Ich frage mich nur gerade wo. Ey, Luigi, saugst du das wohl weiter auf? Flatsch! Mal nach oben gucken. Hilfe! Ach, aha, du doofer Ritter. Da guckst du aber doof, ne? Wow, wow, wow! Ah. Ich befreie den hier von den Spinnennetzen und wie dankt er uns? Nee, nee, nee. So eine dumme Sau. Zack! Schlägt der eiskalt zu. So, dort unten haben wir nochmal Spinnennetze. Flatsch! Und die Spinne nehmen wir auch direkt mit. Und ganz schnell durchlaufen. Und hier nochmal die Spinnennetze mitnehmen. Und die Spinnen können wir direkt mitnehmen. Oh, Hilfe! Hilfe! So, und das letzte. Ja! Auch die Rittergalerie erstrahlt im neuen Glanze. Oder im alten. Wer weiß, wie das da mal vor geraumer Zeit aussah. Wir sind in der Garderobe, werden natürlich direkt willkommen geheißen von kleinen Spukgeistern. Und haben direkt mit unserer neuen Energieleiste natürlich ein gutes Power-Up, um diese noch schneller zu vernichten. Beziehungsweise, wir können sie nicht mal aufladen, weil sie vorher schon vernichtet worden sind. Flutsch! So, aufgesaugt und auch den kleinen Geist nehmen wir noch geschwind mit. Yay!
So. Gegner sind mal hier schon keine mehr, also Geister, aber Spinnennetze noch anscheinend. Ja, da oben ist noch eins. Flatsch! Und auch dieser Raum ist gereinigt. Oh ja, wir haben wenigstens wieder ein paar Goldmünzen bekommen. Und mit einem Blick auf die Uhr sehe ich, dass wir in der Garderobe uns neu einkleiden sollten, um dann den Part, ja, zu beenden. Und im nächsten Part machen wir dann neu eingekleidet weiter und gehen auf Spinnennetzjagd. Also bis denn, ciao!